Ja, hallo. Wir beginnen die Reise von Konrad Wendt über Karl Theodor von und zu Gutenberg, über Otto von Bismarck und von Otto Bismarck bis zu meinen Lautwertfahren und zu meinen Vorfahren von den Bergen. Konrad Freiherr von Wendt ist am 24.04.1872 aus Schloss Gevelinghausen geboren und am 19.01.1945 gestorben. Er war mit Agnes von Galen 1901 verheiratet. Sie ist die Tochter des Reichstagsabgeordneten Ferdinand Heribert von Galen und Schwester des späteren Kardinals Clemens August von Galen. Konrad von Wendt war Gründungsmitglied der Jesusgesellschaft am 15.08.1904. Ich füge unten die Verbindung zu Karl Theodor von Gutenberg ein. Es sind 10 Schritte. Ich füge auch noch von meinem Genia-Netzstammbaum den Link zu Konrad von Wendt bei. Dann können Sie das dann immer die Schritte zu Karl Theodor von Gutenberg mitverfolgen oder auch über Wiki.